Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Tour ab El Verril. Es geht jetzt bald unter der Autobahn durch. Das heißt, zuerst durch die verschiedenen Abfahrten von der Autobahn. Es ist noch heute ziemlich früh am Morgen und die Sonne steht noch recht tief. Und es kann also schon passieren, dass zwischendurch mein Schatten im Bild ist. Das ist also jetzt so das Gelände am Ortseingang von Playa de Ingles. Da möchten sie ja seit Jahren so einen Aquapark herbauen, aber das liegt immer noch vor Gericht und da wird aber noch hin und her gestritten. Ja, hier geht es dann unter der Autobahn durch. Es geht jetzt auf dem Weg weiter, der parallel zur Autobahn verläuft. Und da sieht man erst, wie früh blühende Sträucher und Baumdach gepflanzt worden sind. Danach geht es gleich rechts über verfallene Felder den Berg hoch, die nach dem letzten Regen schon grün werden. Unten im Tal haben sich einige Aussteiger und Obdachlose häuslich eingerichtet. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das früher landwirtschaftlich genutzte Felder waren. Über Kanäle hat man das Wasser zu den Hängen gebracht.
Heute liegt der Stausee ruhig da. Die Ufer spiegeln sich im Wasser und man kann sich hinsetzen und seine Gedanken ein bisschen nachhängen. Da fängt jetzt der Abstieg in den Barranco an. Ab und zu bin ich an einem Wasserloch vorbeigekommen und habe die Frösche ins Wasser hüpfen hören. Ein Kaktus mit so vielen Früchten habe ich selten gesehen. Das war bestimmt auch während der Blüte auch ein schöner Anblick. Langsam geht meine Wanderung zu Ende. Blei die Insel sieht man schon. Und die Autobahn ist nicht zum Überhören. Am Ende nur ein bisschen Kunst genießen. Das war's dann.